Law. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ich begrüße euch heute aus, New York. Ich liebe New York, ich bin hier extra nach New York. Es geht im heutigen Video um das Mentale. Dieses Video ist für die meisten nicht geeignet, okay? Weil es wieder mental ist. Mental ist mega schwer. Wenn es darum geht, Freiheit zu erlangen, glücklich zu werden, ist das Mentale mega schwer. Deswegen würde ich vorschlagen, guckt das Video nicht. Also wenn ihr nicht mental offen seid, guckt das Video nicht, schaltet jetzt ab und für die anderen geht's nach dem Intro weiter. I'll make a brand new start of it in old New Zimmer. Ich war natürlich schon einmal kurz drin, will es euch aber direkt zeigen. Guck mal, wie geil. Badezimmer, richtig schön. In New York sind die Zimmer immer sehr klein, also ist das für New York Standard schon mega groß. Aber das Krasseste ist der Blick. Sie haben auf jeden Fall erfolgreich einen Upsell mir verkauft, weil ich habe gesagt, okay, für ein paar Euro mehr am Tag nehme ich ein Zimmer mit richtig schönem Ausblick. Und guckt mal, ist doch der Hammer. Also, warum liebe ich New York? Weil New York einfach, wie Dubai ja auch, mega Multikulti ist. Ne? Also, keiner geht sich auf den Sack, keiner ist gestresst, genervt, sondern alle leben einfach so vor sich hin und akzeptieren den anderen, egal ob du als Mann mit High Heels und Lippenstift rumläufst, das interessiert keinen. So, du kannst auch im Handstand durch die Stadt gehen, es interessiert keinen. So, du wirst nicht abgestempelt und das ist das einfach, was ich liebe. Multikulturelle Städte liebe ich mega und deswegen bin ich hier. So, was ist das Thema zum heutigen Video? Das Thema ist, wie kann man Freiheit erlangen, beziehungsweise was muss man tun, um Erfolg zu haben im Leben? Und ich bin ja hier in New York und ich habe auf Instagram ja so angedeutet, ja, ich bin geschäftlich in New York. Wieso geschäftlich? Was mache ich geschäftlich in New York? Okay, und das erzähle ich dir heute, aber bevor ich das mache, möchte ich erstmal mein Mindset erklären, damit du weißt, warum ich in New York bin und damit du das ganze System verstehst. Weil das ist ein Mindset, da kann ich nur sagen, schwierig für die meisten. Wirklich schwierig. Wann ändern wir was im Leben? Und ich habe auf Instagram ungefähr, keine Ahnung, wie viel Vorher-Nachher-Foto. Jedes zweite Foto ist ein Vorher-Nachher-Foto auf Instagram. Warum? Weil ich jeden Tag Feedback bekomme, wie ich euer Leben ändere, wie ihr einen Traumkörper erreicht habt und so weiter und so fort. Jedes zweite Foto ist ein Vorher-Nachher-Foto. Und bei jedem Foto haben die Leute immer einen Klick-Moment. Also wo sie sagen, ey nein, das konnte ich nicht mehr ertragen. Ich konnte es nicht ertragen. Ich musste da was ändern. So, ey, an dem Punkt, als ich das Foto von mir gesehen habe oder als ich gesehen habe, dass mein Mann weniger wiegt als ich oder als meine Frau mich auf dem Berg nach oben überholt hat, das sind die Klick-Momente, da, wo man sagt, nein, jetzt geht's nicht mehr. Es geht nicht weiter. Okay, das ist der Schmerz. Der Schmerz ist ein viel krasserer Motor als Freude. Wenn ich dir sage, hey, alles klar, du hast zwar einen Job, der kotzt dich an, aber ich sag dir jetzt, wie du 1 Million verdienst. Dann denkst du so, ja, okay, mein Job, oh, der kotzt mich zwar an, aber jetzt noch was anderes machen, es tut ja nicht so doll weh. Okay, es tut nicht so doll weh. Dann änderst du nichts. Du lebst einfach so weiter, aber du wirst niemals richtig zufrieden sein. Und das ist genau der Punkt. Und wie ist meine Einstellung? Meine Einstellung ist einmal so, wir können ja schon bevor es mega weh tut, was ändern. So, aber das schaffen halt die wenigsten. Was muss man jetzt an Einsatz bringen, damit man sein Leben wirklich ändert? Und da sage ich euch mal aus meinem Leben. Und ich habe es in ein paar Videos schon
angedeutet oder schon erzählt und ich erzähle es einfach nochmal. Weil es gibt ja immer neue Zuschauer und es kann ja sein, dass ihr es noch nicht gehört habt, deswegen. Erstmal hat mich Basketball mega gecatcht. Also ich wollte unbedingt Basketballprofi werden. Ich bin nur 1,82 groß und mein Arzt hat mir mit 10 Jahren gesagt, hey, hör mal zu, Meniskus auf der rechten Seite rausoperiert, linkes Knie hatte ich, Wachstumsstörung, da hat er gesagt, hey, du kannst nie wieder in deinem Leben Sport machen. Hatte mega Schmerzen so. Ich hatte aber diesen Traum, Profi-Basketballer zu werden und ich habe dann angefangen und ich habe jeden Tag 5 Stunden reingesteckt. Jeden Tag 5 Stunden ohne eine kleine Garantie, dass ich Profi werde. Okay, mit meinen 1,82, mit meinen schlechten Knien, mega ausgeschlossen eigentlich. Ich habe es aber geschafft, weil ich alles reingesetzt habe, was ich hatte in meinen Knochen. Okay, ich wollte es unbedingt. Dann Personal Trainer, haben mir alle gesagt, hey Personal Trainer, was willst du, 100 Euro die Stunde haben? Das war vor 16 Jahren, war das noch nicht so, dass es normal ist. Da hat niemand Personal Training angeboten. Habe ich gesagt, ja, das ist geil, das will ich machen, ich möchte Menschen helfen. Haben alle gesagt, ey, vergiss es, bla bla bla, bla 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 bla. Ich habe aber alles reingesetzt, okay? Dann mit YouTube, ihr wisst das. 100 Videos gedreht, produziert, mein Studio eingerichtet für 30.000 Euro, Kamera für 4.000 Euro gekauft, neuen MacBook gekauft, Equipment gekauft. Ich habe 40.000 Euro reingesteckt, ohne mit der Wimper zu zucken, weil ich gesagt habe, hey, wenn ich investiere, wenn ich reinstecke, dann kommt es auch wieder raus. Das ist für mich ein kosmisches Gesetz. Wenn du mehr Energie reinsteckst, dann kommt das auch wieder raus. So habe ich, ohne mit der Wimper zu zucken, 40.000 Euro investiert, um diesen YouTube-Kanal zu eröffnen. Und ich habe 100 Videos produziert und ich hatte nicht mal 1.000 Abonnenten. Und ich habe mit diesen 100 Videos über die Monetarisierung unter 1.000 Euro verdient. Ich habe aber nicht aufgehört. Habe ich gesagt, nein, habe ich eine Garantie? Nein. Okay, jetzt die Nahrungsergänzung. Mein Ziel ist es, Menschen zu helfen mit den besten Nahrungsergänzungsmitteln und vor allen Dingen mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich auch selber nehmen will. Also alles so verbessern, dass es mega geil ist. So, dass ich sagen kann, hey, ich stehe da zu 1.000 Millionen % hinter und ich würde es meiner Familie empfehlen und selber nehmen und alles. Okay, habe ich Omega-3, mega wichtig. Wir haben in Deutschland so ein schlechtes Verhältnis. Check das Omega-3 ab. Mit Astaxanthin, mit eins der stärksten Antioxidantien, die es gibt. Okay? Frauen kaufen sich irgendwelche Cremes, aber von innen, Antioxidantien sind so wichtig. Dann Vitamin D. Wir wissen, 90% von uns haben einen Mangel einfach. Dann ein Basenzitrat für den Säure-Basen-Haushalt. Das ist so wichtig. Also ich habe wirklich die geilsten Produkte entwickelt. Das hat ein Jahr gedauert, bis das erste Produkt kam. Ich musste erstmal 100.000 Euro an Risiko vorstrecken, ohne dass ich wusste, ob einer das kauft. Habe ich mit der Wimper gezuckt? Nein. Warum? Weil ich eine Vision habe. Ich möchte alles geben, reinstecken und bin davon überzeugt, dass es irgendwie wieder rauskommt. Und man kann auch Fehlinvestitionen machen ohne Ende, aber wenn du richtig Gas gibst und reinsteckst, wird es irgendwann auf dich zurückkommen. Es ist einfach mein Gesetz für mich. Und jetzt die ganzen Fragen. Ich habe auf Instagram so viele Fragen. Ist Cecil nach New York und wie geschäftlich nach New York? Was wird's denn in New York und so weiter und so fort? Ich kann es euch sagen. Und ich habe nicht einmal mit der Wimper gezuckt, die Reise nach New York zu machen, ohne Probleme. Weil ich habe ein neues Coaching, das Matrix-Prinzip erstellt und mein Grafiker und mein Programmierer und der das Marketing mit übernimmt, der ist halt in den USA. Und ich habe gesagt, okay, ich will das perfekt haben. Ich will den Menschen noch mehr helfen. Ich bin wirklich Junkie danach, jeden Tag diese Nachrichten zu bekommen. Cecil, du hast mein Leben geändert. Cecil, ey, es geht mir besser. Ich bin gesund geworden. Ich habe keine Schmerzen mehr. Jeden Tag, okay, habe ich gesagt, ey, es ist mir scheißegal, wo du bist auf der Welt. Ich komme dahin und wir entwickeln das System noch besser, noch weiter. Habe ich, ohne mit der Wimper zu zucken, 10.000 Euro investiert, ohne mit der Wimper zu zucken. Weil ich mir sicher bin, dass wenn ich Energie reinstecke, dann kriege ich nur positives Feedback und diese ganzen Feedbacks zurück, die ich haben will. Okay, und es geht gar nicht um Geld. Für mich, ich meine, ich kann nicht mehr als ein Gericht essen oder irgendwo wohnen. Versteht ihr? Dieses Feedback zu bekommen, Menschenleben zu verbessern, das ist, ey, das ist so viel schöner als irgendwie 1.000 Euro auf dem Konto, 2.000 Euro auf dem Konto zu haben. Ja, und dann, so, weißt du, ey, ich esse nur, ich wohne nur, was soll ich denn noch machen, so? Ey, es ist einfach so geil. Und deswegen habe ich natürlich, ohne mit der Wimper zu zucken, sofort das Ticket gebucht nach New York. Wir haben hier alles verbessert. Und das ist so krass. Ich habe mit ihm alles abgestimmt, mit dem System und so weiter und so fort. Und weißt du, was uns aufgefallen ist? Ich sag's, ich habe es ja schon ganz oft gesagt, auf Instagram auch. Du kannst 100 Menschen
eine Formel geben, wie sie 1 Million verdienen, eine perfekte Formel. Du wirst 100% Erfolg haben. Und das machst du 2 Jahre und du kriegst 1 Million. Sicher. Notariell abgesichert. Weißt du, wie viele es machen? Was denkst du, wie viele machen das? Ey, meine Schätzung, einer von 100. Und der bricht zu 50% Wahrscheinlichkeit ab. Also vielleicht schafft einer von 200 genau das umzusetzen über 2 Jahre. Und dann 1 Million zu bekommen. Überleg mal. Und wir haben mein System angeguckt und ich habe ja Werbung geschaltet auf Facebook fürs Maximum-Prinzip. Und ich sag's jetzt, das hat nichts mit Werbung zu tun. Ich meine das wirklich so. Jeder Mensch auf der Welt müsste das Maximum-Prinzip machen. Das Feedback ist brutal. Guck auf Instagram. Jeden Tag kriege ich das Feedback. Und ich habe Werbung geschaltet und von 100 Leuten, die auf die Seite kommen, um sich in der Free-Tour anzumelden, um 5 kostenlose Videos zu gucken, 95% gehen wieder aus der Seite raus, ohne sich anzumelden. Ey, checkst du das? Ich sag, ich habe tausenden Menschen geholfen, ich schenke dir 5 kostenlose Videos, 100 Leute gehen auf die Seite und 95% melden sich nicht an. Sogar mehr. Ich glaube, 97%. Ey, ist das nicht heftig? Ich erkläre da alles, was man braucht aus 20 Jahren Erfahrung. Verstehst du? Verstehst du, warum so wenig Menschen Erfolg haben? Das ist der Grund. Weil wer gibt schon richtig Gas? Tut's wirklich doll weh? Nur wenn's doll weh tut. Wenn, keine Ahnung, dein Freund dich verlassen hat wegen einer jüngeren und schlankeren und du total am Boden bist. Dann kann es sein, dass du was änderst. Ist das nicht schade? Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Ich finde es mega. Und deswegen, ich sag ja, deswegen ist dieses Video für fast keinen, weil ich weiß ja, 98% machen es ja nicht. Die schaffen es ja nicht mal, 5 kostenlose Videos zu gucken. Deswegen ist dieses Video für 98% nicht geeignet. Versteht ihr, was ich meine? Schreibt mal in die Kommentare runter, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ist es nicht krass? Ist das nicht heftig? So, ich habe in dem neuen Coaching auch wieder, und das neue Coaching, das Matrix-Prinzip ist nicht Fitness und Gesundheit, sondern Erfolg. Ne? Also diese Sachen mit das, was ich gerade sage. Weil viele fragen mich, ey Sessi, was ist denn das mit dem Matrix-Prinzip? Auf YouTube habe ich noch gar nichts gesagt. Und deswegen meldet euch an und guckt gerne 4 kostenlose Videos. Und da habe ich sehr viel drin über mein Leben, was ich auf YouTube in 3 Jahren nicht erzählt habe. Also da, wenn ihr neugierig seid und mir noch nicht auf Instagram folgt und diese 4 Videos noch nicht gesehen habt, dann guckt ihr unbedingt, aber diese 4 Videos sind für 98% von euch nicht geeignet. Okay, müsst ihr wissen. Also, wenn ihr wollt, meldet euch an, guckt die 4 Videos, aber ist halt für die wenigsten. Und ich finde es schade, weil ich weiß immer, man könnte das Leben von allen Menschen verbessern. Und ich bin hier an der Freiheitsstatue, die ist hier hinter mir. Ich blende euch auch ein paar Bilder ein, wie schön das hier ist und so. Und jeder Mensch könnte diese Freiheit haben. Kein Mensch müsste zu einem Job gehen, der ihn ankotzt, okay? Man kann heutzutage, ey, wir haben das Internet, wir müssen physisch praktisch nicht mehr an einem Ort sein, um Geld zu verdienen und um zu leben. Das ist heute ein Zeitalter, guck mal, ich arbeite nur mit meinem Handy, ich bin hier in New York. So, jeder kann frei sein, aber genau das ist das Erschreckende. Überleg mal, 98% melden sich nicht für kostenlose Videos an, obwohl die schon auf die Seite gekommen sind. Wie kann man es dann schaffen, dass die Leute anders denken? Das ist so schwer. Und deswegen sind diese mentalen Videos halt nicht für alle geeignet. Ist halt leider so. Aber auf jeden Fall freue ich mich, hier in New York zu sein. Es war eine mega, oder es ist eine mega Reise. Ich zeige euch auch viele Eindrücke noch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist heute mal eine andere Art von Video, also mental. Und was ist das Fazit vom Video? Wenn ihr was erreichen wollt, dann gebt Gas, bevor es zu doll wehtut. Kündige den Job, bevor du gefeuert wirst oder bevor du dir ein Bein brichst oder bevor dein Chef dich rausschmeißt, weil ihr euch null versteht. Aber natürlich vorher wäre es nicht schlecht, wenn du schon einen Plan B, also einen anderen Job vorbereitet hast, wo du Bock drauf hast. Aber bleib nicht 30 Jahre in einem Job, den du nicht abkannst. Bleib nicht 20 Jahre in einer Beziehung, die dich jeden Tag ankotzt. Versuch frei zu werden und das startet alles im Kopf. Das ist Fazit dieses Videos. Und wenn du dich dazu entschieden hast, ich möchte mein Leben ändern, dann investier Zeit, Energie, Kraft, Denken. Also einfach denken, ey, was will ich anderes machen? Was?
Was will ich machen, um frei zu sein, um mich gut zu fühlen? Investiere jeden Tag. Okay? Das ist das Fazit von diesem Video. Ist halt mega mental und kann fast keiner was mit anfangen. Aber ich hoffe trotzdem, ich habe dir geholfen, dass du darüber nachdenkst. Und wenn du die 4 kostenlosen Videos im Matrix-Prinzip anguckst, dann wirst du sowieso merken, boah, mental ist echt krass. Da kann ich auf jeden Fall was verbessern und mein Leben einfach ja, verbessern, verändern und vorankommen. Okay? Ich möchte wirklich das Allerbeste für dich und ich hoffe, dass du ja, dieses Video nutzt. Okay? Also, alles Gute und ich verabschiede mich aus New York. Ich blende noch ein paar geile Bilder ein aus New York und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Coach Cecil. Love.